In einem meiner letzten Videos bin ich generell mal auf Seedboxen eingegangen. Heute schaue ich mir den Anbieter Seedbox.io mal genauer an. Was bekommt man denn für einen Funktionsumfang geliefert? Naja, zum Torrent runterladen hat man halt ein Webinterface, in dem ist schon mal ein RSS-Manager integriert und auch eine Automation per IRC-Chat mit Auto-Download IRC oder wie ihr das gerne aussprechen möchtet, ist möglich. Interessant finde ich auch die Möglichkeiten, wie man auf die Dateien am Ende zugreifen kann. Das geht im Browser über HTTPS, das geht im Betriebssystem über SFTP oder WebDev und es geht über Resilio Sync. Resilio Sync ist eine Synchronisationssoftware, die könnt ihr quasi dann nochmal auf eurem PC oder eurem Gerät laufen lassen, wo ihr die Dateien haben wollt und dann, wenn die, sobald sie runtergeladen sind, zu euch synchronisiert. Zusätzlich bekommt man noch Proxy und VPN, ich habe aber keine Ahnung, für was das gut sein soll. Bei Seedbox.io sollte man auch beachten, es gibt keine Traffic-Limitierung, aber dazu kommen wir später noch im Detail. Ja, gibt es auch fehlende Funktionen? Ja, die gibt's. Und zwar bieten andere Anbieter wie seedhost.eu zum Beispiel einen NZB-Downloader oder einen One-Click-Hoster-Downloader an. Das ist leider alles nicht integriert. Der Support hat mir mitgeteilt, dass wohl an so etwas gearbeitet wird, aber ich kann ja nur das testen, was aktuell angeboten wird. Kommen wir zur Anonymität. Die Datenschutzbestimmungen sind von 2013, dementsprechend nicht DSGVO-konform. Es gibt auch in der Datenschutzbestimmung keine Auskunft über Logging. Immerhin kann man anonym bezahlen und man kann Fake-Daten bei der Anmeldung benutzen. Ich habe genau diese Fragen dann auch nochmal an den Support gestellt. Da habe ich dann ein paar positive Antworten bekommen. Also es werden keine Logs gespeichert, es lassen sich keine Nutzer identifizieren, die irgendwas runtergeladen haben und DMCA-Anfragen werden gelöscht und nicht bearbeitet. Kommen wir dann auch gleich zum Support. Der hat einen kompetenten Eindruck gemacht. Ich habe immer sehr schnelle Antworten auf Mails bekommen und auch ein Tracker für IRC konnte hinzugefügt werden. Ja, kommen wir zum Preisen. Ja, ist immer schwer zu beurteilen. Ich habe das jetzt einfach mal mit Seedhost EU verglichen und man sieht schon, die nehmen sich recht wenig. Also Seedhost EU hat ein Angebot für 7 Euro. Seedbox.io hat eins für 7,50 Euro. Bisschen besser, würde ich fast sagen, ist Seedhost EU. Die haben eine etwas größere Festplatte und einen monatlichen Traffic von 3 Terabyte. Seedbox.io hat es anders geregelt. Die sagen einfach, wir limitieren die Bandbreite auf 250 Megabit und halt nicht den Gesamttraffic. Diese Bandbreite ist auch gar nicht so kriegsentscheidend, da die Seedbox ja eh rund um die Uhr läuft. Das wird dann quasi nur spannend, wenn man runterlädt. Da ist man dann halt auf die 250 Megabit limitiert, wenn man es zu sich lädt. Aber auch das kann man ja wiederum mit Resilio Sync zum Beispiel so automatisieren, dass das völlig im Hintergrund passiert, da jetzt Zeit nicht der entscheidende Faktor ist oder Geschwindigkeit in dem Fall. Die sind ziemlich vergleichbar, die Angebote. Nichtsdestotrotz, Seedhost.eu bietet halt noch ein paar mehr Add-ons an, wie dieses SubNZBD, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ja, den vollständigen Testbericht, den gibt's wie immer auf usefulbit.com. Der wird jetzt hier oben auch nochmal eingeblendet. Könnt ihr draufklicken. Ja, wenn man es für BitTorrent nutzen will und jetzt da keine anderen Ansprüche für hat, funktioniert das gut. Ich habe jetzt auch keine größeren Fehler entdeckt. Das war alles mit HTTPS zumindest verschlüsselt, wenn ich auf meine Seedbox gegangen bin. Ich konnte alles hinzufügen, ich konnte Torrents hinzufügen, so wie ich es ja in dem anderen Video auch schon gezeigt habe. Also so richtig was zu meckern habe ich jetzt nicht gefunden. Es wird im Grunde das geboten, was auch beworben wird.